Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Heute geht es mal um PKWs, nicht die LKWs, die wir sonst immer betrachten. Und dass man mit Daten und mit Software nochmal Milliarden machen kann. Bleibt dran. Axel, kennst du Stellantis? Nee. Ja, jetzt ja, weil wir uns vorbereitet haben. Aber ich wusste noch nicht mal, dass zur Opel-Mutter die Marken Peugeot, Citroën, Fiat und Chrysler gehören. Also ich dachte immer, Fiat Chrysler war mir klar. Ja, die sind ja dann irgendwann von Mercedes dazu gekauft worden. Ja. Und dieser riesengroße Autokonzern heißt Stellantis. Die Fachleute unter euch werden es wissen. Wir waren beide nicht so drauf, die Autos sind zu klein. Deswegen ja, wir fahren die ja auch nicht so. Also nicht die PKW, sondern wenn wir über das PKW, bei LKW wissen wir, wer zu wem gehört, aber bei PKW gibt es eben auch manchmal Neuigkeiten. Ja gut, also Neuigkeit ist das nicht, aber trotzdem ist für uns neu, dass dieser Autokonzern innerhalb der nächsten Jahre 20 Milliarden Euro Umsatz machen will, alleine mit dem Einsatz von Software. Also, bei 12 wie macht man Millionen sowas? Autos, weiß ich nicht. Ja, 12 Millionen Autos, 20 Milliarden Umsatz. Das heißt, jedes Auto muss ordentlich ein bisschen was an Umsatz machen. Die Dinger werden dann voll Software gepackt. Die Software muss gewartet werden. Dann gibt es ein Update. Dann gibt es jedes Jahr wieder noch irgendwelche zwei Zahlen, die geändert werden. Dann gibt es schon mal wieder eine Rechnung dafür. Und so kommt man auf 20 Milliarden. Ne? Ja, es ist also Flottenmanagement, das verstehe ich. Das kann man dadurch steuern. Preisgestaltung bei Neu- und Gebrauchtwagen. Da geht es natürlich schon los. Ja. Da können die ja natürlich dann sitzen sie ja alle an einem Hebel. Ja. Ne? Und ich meine, teurer als jetzt können ja die neuen Gebrauchtwagen gar nicht sein. Nö, inzwischen sind wir ja schon bei Neupreis, sind wir schon drüber bei einigen Gebrauchten. Eine nutzbasierte Versicherung wollen sie anbieten. Gibt's doch schon. Garage. Also wenn du Garage hast, deine Tochter und dein Sohn, wäre bei mir eigentlich ganz gut. Das ist ja alles analog, was du da aufzählst. Ja. Das muss aber jetzt digital sein. Aber ich kann mir nur vorstellen, wenn die 20 Milliarden machen, dass diese nutzbasierte Versicherung am Ende des Tages teurer wird, als das, was wir jetzt haben. Ja. Sonst kann ich es mir nicht erklären mit meinem kleinen Spatzenhirn. Ja. Also es ist auch wirklich eine Herausforderung. Und selbst BMW sieht das als fast gar nicht machbar an. Die gehen da ganz andere Zahlen ran. Als Stellantis mit ihren Autos. Aber gut, wir werden ja sehen, was in den nächsten Jahren passiert. Volkswagen erwägt in Zukunft ein eigenes Design von Halbleitern, habe ich dazu gehört. Also die werden auch ihre Chips alleine produzieren, damit ihnen solche Ausfälle wie jetzt nicht mehr passieren. Machen da mit taiwanesischen Halbleiterwerken was zusammen. Aber das Problem bei VW ist ja, dass einer gesagt hat, lass es laufen. Ja. So, das war kein Computer. Also, aber, was ich auch interessant finde, bis 2024, und das ist nicht mehr lang, wollen die mal eben 4.500 Softwareentwickler einstellen. Ja. Die fallen ja auch vom Baum. Da hast du ein paar. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Und 1.000 Ingenieure. Ja. Die Software dann tatsächlich. Die gibt es ja, die wissen ja, die sind auch ganz viele arbeitslose Softwareentwickler in Deutschland. Die verdienen ja auch ganz wenig. Ist so komisch, dass wir die nicht kriegen. Also für mich ist das, wenn ich das sagen darf, am Buch mit 7 Siegeln. Ja, es bleibt interessant und ob das alles so jetzt auch mit den Leuten abgedeckt werden kann. Aber Axel, die müssen ja nicht aus Deutschland kommen. Da kann man ja natürlich. Die kommen aus Malaysia, die kommen aus Thailand und Indien ist auch schon lange nicht mehr. Also das werden die schon irgendwie hinkriegen. Aber Stellantis will bis 2025 30 Milliarden Euro erstmal in die Elektromobilität und Software investieren. Das ist natürlich auch nicht wenig. Aber wenn man jedes Jahr 20 Milliarden wieder rauskriegt, alleine am Umsatz. Ja, aber Umsatz. Na, aber das ist schon. Die werden schon nicht pleite gehen. Davon geht glaube ich auch nicht. Dann machen sie die Autos teurer. Oder die Versicherung. Die Versicherung. Oder die Software. Oder die Updates. Aber irgendwie kommt das schon zu. Vielleicht sind wir beide auch in einem Alter, wo uns die digitale Kreativität fehlt. Aber vielleicht könnt ihr mal was dazu schreiben. Unten drunter unter unserem Film und wir werden schlauer durch euch. Das wäre ja mal ganz interessant. Genau. Liken, abonnieren und uns treu bleiben. Alles Zeit. Gute Fahrt. Gute Fahrt. Wir wollen damit 20 Milliarden Umsatz machen. Es fehlt mir die Fantasie. Aus Scheiße Gold machen. Ja, aber ich weiß nicht, ich sehe noch nicht mal die Scheiße. Ha ha ha!